Das war nun wirklich historisch. Das war ein historischer Schritt. Barack Obama war in Kuba als erster amerikanischer Präsident seit 88 Jahren. Er wurde begeistert empfangen in Kuba von der Bevölkerung, zumindest von den Politikern nicht unbedingt. Ja, es ist erstaunlicherweise niemand aus der Familie Castro zum Flughafen gekommen, um ihn abzuholen. Niemand, auch kein Raúl. Ich meine, vielleicht hatte Obama den vorher nicht angerufen. Das muss er natürlich machen. Sagt man ja. Better call Raúl. Der Empfang war frostig. Doch, der war erstmal frostig. Obama wurde von irgendeinem Typen begrüßt, der wusste gar nicht, wer das ist. Ne? Hi, na, du musst der Barack sein, ich bin der Jorge, komm mal da hinten, ist die Uschi. Uschi sagt hallo, ist der Barack. Ne? Hallo Uschi. Ne? Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, sie war die Chefin der Verkehrsbetriebe Havanna und hat ihm dann erklärt, wie er mit dem Linienbus vom Flughafen ins Zentrum kommt. Ja. Obama hatte einen dichten Plan. Es war wirklich alles ganz dicht gepackt. Er hatte viel vor. Er wollte natürlich die Regierung treffen. Er wollte aber auch Mitglieder der Opposition treffen. Und dazu musste Obama natürlich an unterschiedliche Orte fahren. Die Regierung sitzt ja traditionell an der Plaza de la Revolución. Und die Opposition sitzt ganz woanders, nämlich im Gefängnis, genau. Ja, und es gab verhaltenen Applaus hier in Hamburg. Interessant. Ja, ja, es polarisiert manchmal etwas das Thema Kuba. Es gab dann eine gemeinsame Pressekonferenz, Raúl Castro und Obama. Und es gab da einen Moment, da sackte die Stimmung mal ganz kurz unter den Nullpunkt. Da hing mal ganz kurz Eiszapfen von der Decke. Da wurde nämlich tatsächlich Castro von einem unbotmäßigen, frechen Reporter gefragt, warum es in Kuba politische Gefangene gibt. Und da polterte er mal ganz kurz los. Gib mir eine Liste mit den Namen von politischen Gefangenen, dann lasse ich sie frei. Na, das war ja einfach. Eine Liste. Die Frage ist nur, welche Liste nimmt man jetzt? Ne? Ich würde sagen, vielleicht für den Anfang die Liste mit den rund 50 friedlichen Demonstranten, die genau einen Tag vorher festgenommen worden waren, weil sie bei einem Schweigemarsch demokratische Grundrechte und freie Wahlen gefordert hatten. Am Schluss war aber alles wieder gut. Es war eitel Sonnenschein und es gab sogar den Moment, der Obama, der war so euphorisch, er wollte Castro umarmen. Das wollte er aber nicht, er hat es abgewehrt. Schauen Sie mal hier. Ne? Da geht der Arm von Obama geht hoch, zack. Castro greift in sich. Ne? Nein. Nein, 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 auf keinen Fall. Castro nicht. Ne? Wir haben uns jetzt getroffen, das war unser erstes Date, nicht alles auf einmal. Ja, es ging natürlich primär um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ist ja auch sinnvoll. Nicht? Darauf sind beide Seiten relativ scharf. Die Amerikaner vielleicht ganz besonders. Ich meine, wer sagt denn auch, dass kubanische Revolution und Kapitalismus nicht zusammenpassen? Nach dem Motto Lidl Castro und Che Guevara. Es passt schon, es passt schon.